Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Alliierten. Genau, bei Mission 11 mittlerweile schon angekommen. Es geht ja im Moment richtig krass schnell, also wow. Ja. Und es geht nach Russland, sehr schön. Und Deutschland ist hier irgendwie noch so eine Enklave. Keine Ahnung, ein bisschen sowjetisch, naja. How many atomic bombs does Stalin possess? At least 4 2-kiloton warheads are in production. But there is much even I do not know. Much we are not told. Stalin's speech is coming on. That woman, Stalin's paramour. Correct? I can think of better word to describe her. Yet, Boże moi, on pomarzny, he is mad. How can he do this? Explain, Kosygin, what are you talking about? Stalin, he announced it. He is telling everyone. He's threatening to destroy the world. His missiles are ready. He is preparing to launch. Is this possible? A week ago, no. But now, who knows? This does not sound like a bluff. Even now, a great purge tears through the Kremlin. Your allied force becomes too powerful. In his fury, Stalin kills his own people. More death. More dishonor. So Russians are manufacturing missiles at this site? This factory's main site. We call it Chomnye Vasodniki. The Dark Horseman. Commander, you must destroy it. Everything. Scorched earth. Establish a base first, then move in on the command center. Get a spy inside. And neutralize launch capabilities. Once the missiles are neutralized, destroy the facility. Everything. Scorched earth. Verstärkungen sind eingetroffen. Ah ja, krass, also. Die Cutscene war richtig cool mal wieder. Und ja, Sowjeteinheiten und Gebäude zerstören. Dann machen wir das doch mal. Ich weiß auch schon, welche Mission das ist. Ja, dieser Kosygin, der da eben war. Moment mal, nee, ich kann doch hier aufbauen. Der Kosygin, den wir da eben gesehen haben, auf Deutsch hört er sich viel geiler an, ne? Wie der sein Missionsbriefing gibt. Commander, die müssen das zerstören. In der deutschen Version, das hört sich irgendwie so Nazi-mäßig auch wieder an, ne? Naja, gut. Komm, fahr die mal platt. Fahr die platt. Fahr die platt! Ich sollte platt fahren, ey. Die fahren die wieder nicht platt. So, sehr schön. Ach Gott, Kraftwerk. Ja, ja, klar. Genau, erstmal Basis aufbauen. Aber ich würde erstmal sagen, Freunde, erstmal abspeichern. Und genau, ja. Dann mache ich noch einmal ganz kurz hier den Check. Das passt soweit. Gut, okay, dann würde ich sagen, Kraftwerk ist fertig soweit. Dann machen wir jetzt erstmal hier die Erzbatterie und dem Gummipanzer. Ich nenne die jetzt von ab sofort Gummipanzer. Gehe ich mal ein bisschen erkunden. Ja, genau, so sieht's aus. Hier unten sehe ich schon mal nette, nette Klunker. Das ist doch mal richtig, richtig nice hier unten. So, dann gucken wir mal weiter. Ich weiß, dass es hier ein Fahrzeug gibt von den Russen. Wenn wir das zerstören, kriegen wir Kohle. Und das nicht zu knapp. Also, ja. Da bin ich natürlich drauf aus, ist klar. Aber natürlich auch hier auf die... So, fahr die mal platt. So, der ist reingelaufen, wie geil. Du sollst den platt fahren. Fahr den platt. Hör doch nicht nach 2 Versuchen auf. Was bist du für ein unmotivierter Mitarbeiter? Jetzt mal ehrlich. So, hier oben ist das Erzfeld. Mache ich den mal da oben hin? So, Waffenfabrik. Nein, erst die Klunker, erst die Klunker. Oh, ein Panzer. Oh Mann. Ja, okay. Diese Russenpanzer, ey. Die sind einfach nur viel zu stark. Warum auf den Gummipanzer? Nicht auf den Gummipanzer. Das ist mein Erkundungsfahrzeug. So. Schon besser.
So, und da muss ich gleich auch... Also hier muss ich vernünftig verteidigen wieder. Ist klar. Ne? Und hier unten sind auch wieder Klunker. Sehr schön. So, der bringt gleich eine schöne Klunkerlieferung nach Hause. Das ist gut. Ja, das hier... Also die haben es angedeutet. Hier soll unsere Basis sein. Ja. Ich würde sagen, das mache ich auch. Die baue ich auch da auf. So, wir haben in dieser Mission nämlich auch ganz neue Spielereien von den Alliierten. Also wir haben alles Mögliche. Wir werden das Technikzentrum bauen, wir werden Hubschrauber bauen, alles Mögliche. So, dann nochmal ein großes Kraftwerk, bitte. Wo ist das Großkraftwerk? Da ist das Großkraftwerk. Ah, da oben sind Fässer. Die mache ich aber noch nicht platt. Nee, nee. So, ich glaube, das reicht erstmal mit mehr Kunden. So, die Kraftwerke kommen hier hin. Nochmal eins und nochmal einen neuen Sammler. Weil man sollte immer mindestens zwei Sammler haben. So, ich würde sagen, das speichere ich nochmal ganz kurz. Und schau nochmal. Ja, das passt. Sehr schön. Wunderbar. Gut. Dann können wir jetzt erstmal den Radar bauen. Ich mag den ersten Soundtrack einfach. Der ist so... Der ist so chillig. Ja, meine Technologien werde ich dann ganz an den Rand bauen. Weil die Fähigkeit von dem Technologiezentrum ist halt, dass wir die ganze Karte sehen. Allerdings, wenn die Karte in das Technologiezentrum dann platt gemacht wird, dann ist scheiße. Dann sehen wir gar nichts mehr. So, Tech-Zentrum direkt bauen. So, Kampfpanzer. Alter. Weiter geht's. So, jetzt sehen wir auch schon mal hier, was hier gebacken ist. Nämlich alles rot. Ja, das ist, genau deswegen werde ich auch nicht mehr groß erkunden, weil wir haben ja das Tech-Zentrum. Und das Tech-Zentrum wird für uns erkunden. So, nächste Panzer. So, sehr schön. Gut, dann warte ich mal, bis der fertig ist. Konstruktion. Jawohl, und zack. So, seht ihr da, Heliport. Jawohl, aber hier werde ich erstmal absichern. Da seht ihr den Navigationssatelliten. Der deckt die ganze Karte auf. Also wenn das hier durch ist, dann sehen wir alles. Und dann kann er nichts mehr verstecken. So, zack, Geschütztürme. Ah, Moment, nee, 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 nee. Einer reicht da erstmal. So, was brauchen wir denn noch? Ich glaube, erstmal noch ein Kraftwerk. So, weil wir halten uns erstmal schön zurück, weil wenn wir nach vorne gehen, dann greift er uns nämlich unentwegt an und ständig an. Also das will ich nicht, das will ich noch nicht auf mich ziehen. So, Artillerie und dann mach jetzt mal weiter hier, die Verteidigung. Es geht los. Da fängt's an. Da kommen seine scheiß Flugzeugangriffe. So, sehr schön. Das heißt, nach dem Bunker direkt eine Flak. So, direkt eine Flakstellung. So, dann würde ich mal sagen, wenn die Flugabwehr hier erstmal steht, warte ich den Navigationssatelliten ab und werde dann direkt, ja, Panzerarmee aufstellen. Genau so sieht's aus. So, könnt ihr diesen Baum wegmachen? Nein, ihr sollt ihn nicht, ihr sollt ihn angreifen. So, greift den mal an. So, noch eine Flak. Und da können wir hier oben nämlich eine schöne Werkstatt hinbauen. Ihr sollt alle schießen, bitte. Nicht nur zwei. Und ihr sollt nicht die eigene Artillerie kaputt schießen. So, die Artillerie schießt. So, das war's jetzt mit deinen scheiß Flugzeugen. So, weg damit. Ja, der Baum ist weg. Geil. Okay, dann haben wir das auch. Dann machen wir hier oben Werkstatt. Ja, ich habe einen Baum gefällt. Greta Thunberg gefällt das nicht. Aber ist mir auch scheißegal gerade. Ganz ehrlich, wir sind im Krieg und im Krieg gibt es alle möglichen Mittel, die man nutzen kann, ne? So, gut. Dann kommen die Heliports nämlich hier hin gleich. Wird gebaut. Bauen wir noch eine Artillerie, komm. Wir sind mal so fein. Konstruktion. So, dann kommt hier oben die Werkstatt hin. Und am besten noch eine Flak. Unzureichende Finanzmittel. Alles ab. Decken hier mit der Flak. So, sammelt doch mal die Edelsteine. Die sammeln nie freiwillig die Edelsteine. Die haben keinen Bock drauf. Ah, diesen LKW meinte ich eben. Da ist nämlich Geld drin, wenn wir den Flak machen.
Mache ich aber noch nicht, weil ich will keine Angriffe auf mich ziehen. Erstmal nicht. Ich will erstmal alles sehen. So, noch eine Flak, damit hier auch schön, ja, alles abgesichert ist, ey. Ich baue mir hier wieder eine fette Basis auf, aber das ist halt notwendig. So, sehr schön. Gut. Der ist gleich voll. Der bringt eine fette Edelsteinlieferung. Das ist gut, das brauche ich auch. Für die Heliports, weil wie ihr seht, die kosten 1500. Ziemlich teuer. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. So, Heliport, komm. Zack. Und währenddessen Artillerie. So, gut. Wie weit ist der Navigation? Der ist gleich fertig, super. Das heißt, den können wir erstmal losschicken, beziehungsweise er schickt sich selber hier gleich los. Und deckt dann für uns die Karte auf. Ah! Oh Gott. Ein Kampfpanzer. Was? 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 So. Ja, ich weiß. Buch da drauf, genau. Komm, das schaffst du. Das schafft der. Das schafft der Turm. Ja, da ist die Rakete. So. Das schafft der, komm. Ja, sehr geil. Sehr schön. Ja. Und seht ihr das? Wir sehen alles. Wir sehen echt alles. Die ganze Karte und die ganze Scheiße hier. Schaut euch das mal an. Das ist einfach nur so krass. Das ist einfach nur viel zu krass, ey. Wenn ich hier reinfahre, dann ist alles zu spät. Dann, ja. Aber hier sehen wir halt hier diese Raketenbasis. Ich speichere das zwischendurch nochmal ab, auch wegen dem Aufnahme und so. Ja, das passt. Sehr schön. Hier sehen wir die Atomraketen, die 4 Stück. Die werden, wenn wir hier zu nahe kommen, werden die abgefeuert. Das heißt, dann beginnt ein Zeitlimit und das Zeitlimit brauchen wir noch für die nächste Mission. Das heißt, wir müssen erst alles platt machen, um dann hier reinzugehen mit einem Invasor. Und hier oben haben wir nämlich noch seine Luftwaffe sitzen. Das heißt, er hat hier einen Versorgungsstützpunkt. Den werde ich mir allerdings schnappen. Den werde ich mir schnappen. Aber warum habe ich hier eben eine Rakete gehört? Was soll das? Den werde ich mir mit dem Hubschrauber schnappen. Den Stützpunkt. Oh, die Sammler fahren aber echt viel zu weit weg. Ich glaube, ich baue da nochmal eine zweite Raffinerie. Was? Was machst du? Oh, das ist schön dreist. Das ist schön dreist von dem Sammler gewesen. Einfach mal, ja, leck mich. Einfach mal vor seinem Haus hier die Sachen abgeholt. Ja, geil. So, ihr sollt die Edelsteine aufsammeln. Ich brauche die Edelsteine. Nicht das Standarderz. Ich baue jetzt erstmal nochmal eine zweite Raffinerie, weil, na, die baue ich dann hier hin, dann ist das näher dran am Erz. Was zur Hölle? Ah, das war nur ein Flugzeug, okay. Du sollst die Edelsteine sammeln, Mensch. Verdammt nochmal. Ich passe jetzt auf die auf, damit die auch ja die Edelsteine aufsammeln. Nein. Seht ihr das? Die weigern sich einfach. Echt? Systematisch gegen die Edelsteine. Warum auch immer. Also, ich finde die richtig geil. Artillerie, komm. Für den Rest noch. Ja, hier haben wir nämlich die Hubschrauber. Die Hubschrauber schießen Raketen von den Alliierten. Und da kommt was, oder? Ah, nee, das ist der... Nee, ich dachte, das wäre der Truck. Da oben kommt was, aber ist egal. Ich halte mich schön hier raus erstmal. So. Und verkaufe ich nämlich die hier oben. Warum? Ah, der will angreifen. Alles klar, gut. Das kannst du vergessen. Du bist genau in meine Panzerarmee reingefahren. So, Raketenwerfer. Den Raketenwerfer wegmachen. Und das war's schon. Sehr schön. So, Raffinerie kommt hier hin. Wow, was kommt denn da? Angeschissen. So, Verteidigung. Artillerie. Oh, was? Was? Komm, Gummipanzer. Gummipanzer, komm. Und der hier. Was macht der denn da? Der fokussiert sich voll auf meine Kaserne, ja, ja. So, und der Raketenwerfer. Grenadier, ja, scheiß drauf. Scheiß auf den Grenadier, die machen keinen Schaden an die Wand. Was war das denn? Was? Warum ist da was explodiert da hinten?
Party platt. Nein, ich habe ihn jetzt auf mich gezogen. Shit. Egal, komm. Weiteres Großkraftwerk. Den verkaufe ich mal, die Raffinerie. Oh, das ging aber schnell. Da ist der Truck, den ich meine. So. Gut, hau wieder ab. Alles gut. Lass mich bitte in Ruhe aufbauen, ja? Dann siehst du gleich, was du davon hast. Nämlich den Tod. Wenn ich hier soweit bin. So, der steht hier einfach rum, das ist auch gut. Toll. Ihr sollt die Edelsteine sammeln. So, Bunker. Und dann gleich noch einen fünften Turm. Einen dritten Turm, meine ich, sorry. Wir brauchen Silos. Und, wir brauchen Silos? Was? Ja, okay, dann Kampfpanzer. Dann, Kampfpanzer nebenbei. So. Was ist denn hier? Ja, natürlich schießt der Turm auf das Mannequin. Ist klar, ey. Ja, danke. Penner. Warum schießt der Turm auf das Mannequin? So, hier hast du direkt 9. Haha. Und tschüss, mein Freund. So, weg damit. Da klaut er mir noch das Mannequin. So, soll ich mir den LKW jetzt mal holen? Vielleicht. Ich stell den mal da hin. Warum ich den jetzt noch ein. Ah ja, ist okay. So. Was zur Hölle? Ah! Lass doch meine Sammler in Ruhe! Ey, du Penner! Was machst du denn da? Ey, unfair. Unfair as hell, ey. Richtig unfair. Aber ist egal, ich habe noch alle Sammler. Das ist gut. Das ist auch das Wichtigste hier. Zack. Und noch einen Geschützturm. So, das war's. Und da kann ich mich echt auf Panzer jetzt konzentrieren. Panzer und Artillerie. Yep, das geht. Danach halt noch die Hubschrauber und dann passt die Sache. So, der kommt noch hier. Ich habe einen Tarnbunker gebaut. Ah, geil. Okay. Sieht auch mal die Tarnbunker. So, Heliport. Dann noch gleich die 4 Silos. Und weiter Panzer. So. Jo, dann passt die Sache. So, ich speichere das nochmal ab. Mach da nochmal den Aufnahmecheck. Sehr schön, der nimmt noch nach wie vor auf. Und dann passt das. So. Das ist noch so schon mal so eine kleine Armee hier. Die müssen wir reparieren. So. Ach Gott, die brauchen ja ewig. Naja, ist egal. In Ordnung. Wird repariert. So, der dritte Heliport ist fertig. Ich brauche 4 Heliports für deine 4 Hubschrauber. Das ist schon eine ganz gute Truppe, 4 Hubschrauber. Ja, das sollte passen so. Ah, die haben die Brücke zerschrottet, deswegen. Ah. Frage ist, warum haben die die Brücke zerschrottet? Jetzt bring es doch weg. Oh, ich hasse das, wenn die Sammler nicht die Kohle wegbringen, ey. Jetzt wartet der extra auf den. Und die Edelsteine da unten liegen immer noch da. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum die nicht die Edelsteine sammeln wollen. Du sammelst die jetzt. So, Edelsteine. Was kommt da? Ah, Panzer. Ja, aber ich habe hier 2 Geschütztürme. Bunker auf die Mannequin. Ja, sehr geil. Sehr schön. So geht's doch. So geht's doch, ja. Zack, weg damit. So, der letzte Heliport ist fertig. So. Dann noch die 4 Erdsilos, die packe ich mal hier hin. Wo die Raffinerie vorher stand. Und Kampfpanzer. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Weiter, weiter, weiter. Dann ist auch unsere Basis gleich fertig. Dann, wenn wir hier fertig sind, baue ich mir gleich schon mal ein BNT mit Ingenieur, um das mal vorzubereiten hier, die Aktion. So, haben wir hier noch irgendeinen, der, ja, hier der. Komm. Was, meine Werkstatt ist beschädigt? Was soll das denn? Ja, Mannequin, kannst du gerne versuchen, ich habe eine Artillerie. Ja, versuch's. Versuch's. Pff, die eine hier steht schon bereit. Und tschüss. Und tschüss, Flammenwerfer. Ja. Dafür ist der jetzt halt beschädigt worden, aber ist egal. So, unsere Basis ist fertig. Gut, Kampfpanzer. Wird gebaut. Alles klar, da haben wir hier schon mal alles auch aufgedeckt. Einheit repariert. Wir
Wir brauchen so eine riesige Armee dafür. Aha. Was? Oh, du Penner. Du hast mein... Ey. Noch eine Flak, ey. Das reicht jetzt aber wirklich langsam. Das reicht jetzt, ey. Da hat der eiskalt meinen Ingenieur platt gemacht. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist ein Penner, ey, wirklich. So, weg damit. Jetzt reicht die Energie nicht. Von kleines Kraftwerk. Das stelle ich dann hier neben, so schön symmetrisch. Und Panzer aber auch nicht vergessen. So. Ja, weiter geht's. So. Ja, ich müsste jetzt alles reparieren. Ach, kein Bock. Ich brauche noch mehr Einheiten. Definitiv. Ihr seht ja, was da hier alles rumstehen hat. Hm, Moment mal. Die Hubschrauber sind Team 2. Einen Moment, ich muss noch einmal zwischenspeichern. Ganz wichtig. Mit Aufnahmecheck. Passt. Sehr schön. Gut. Haha, der sammelt hier hinten. Die kümmern sich dann mal um den Sammler, wenn der wiederkommt. Ach du Scheiße, 4 Sammler. Okay, nee, dann doch nicht. Die können sich mal um den Kampfpanzer hier kümmern, genau. Um den Doppelrohrpanzer, ja. Können sich mal drum kümmern. So, sehr schön. Können wir den mal ein bisschen vorschwächen hier. Und... Ah, oh, schade. Egal. Schwächen ist auch gut. Ja, schöner Hellmarsch hier. Sehr geil. Dann macht den Kalt kommen. Ihr braucht nicht alle. So. Alles klar. Dann. Die hier ist beschädigt. Nein, ich will eine voll funktionsfähige Armee haben. So. Jawohl. Das ist auch gut gelaufen bis jetzt. Schön vorbereitet. Wunderbar. Sehr schön. Geil. So. Dann. Was? Wer schiebt? Ah. Da will einer Stress machen. Mannequin, auch wie süß. Ja, so ein Panzerschuss und der ist weg, wenn er sich bewegt. Naja, er bewegt sich ja, das ist dann das. So, weg ist er. Sehr schön. Da ist schon wieder ein Flugzeug. Also noch eine Flak. Alter Schwede, der kommt durch. Ja, der kommt durch damit. Das ist halt das Ding. So, wisst ihr was? Ich werde mir jetzt mal die Hubschrauber nehmen. Dann seht ihr, wie sie fliegen. Sieht geil aus. Ich mag die Animation von dem Hubschrauber. Ja, er kriegt einen Spawner. Ich hab's gesehen. Und natürlich, genau dann, wenn ich angreife, kommt er. Ja, dann. Aber das passt, das passt. Nein, nicht über die... Wo sind die? Ah, da... Ah! Die sind schon durch da oben. Ja gut, dann. Nicht über die Basis zurückfliegen, weil der hat da jede Menge Flachs. So, dann hier schön die Energie platt machen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Dann die Kaserne, bitte. Und zack, zack, zack. Na! Nicht über die Basis zurück. So, dann könnt ihr jetzt bitte zurück. So, Alter! Die Flak ist hier, ist echt notwendig. So, weg damit. Beziehungsweise weg mit seinen Flugzeugen, ey.